Naja, manchmal gefällt diese Erklärung hier besser. Ich hatte die schon mal aufgenommen, ist weg. Egal, ich mach's nochmal schnell neu. Und zwar elektrischer Strom und elektrische Spannung mal im Zusammenhang mit Ladung betrachtet. Ich hatte ja, und guckt mal, jetzt werde ich gleich hier einen Link einblenden, der führt dazu, wie man Spannung und Strom, also elektrische Spannung und Strom, wie man die mit Wasserleitung und Wasserdruck und so weiter vergleichen kann. Also das Video bleibt dann hier stehen, ihr verpasst nichts. Also nochmal der Rückgriff ist hier oben dann immer dargestellt. Das geht bei allen Links so, wenn hier oben ein i erscheint oder wo auch immer im Video. Gut, betrachten wir den elektrischen Strom mal zuerst. Und zwar, man sagt, jetzt bezogen auf einen ganz bestimmten Zeitabschnitt, ist das eine bestimmte Ladungsmenge, die durch einen Leiter fließt. Zum Beispiel einen Leiter. Das kann auch eine Flüssigkeit sein. Das können andere Ladungsträger sein. Wir nehmen hier mal Elektronen. Wenn ich mir jetzt hier mal so einen gedachten Schnitt durch einen Leiter vorstelle, also mal hier aufschneide, dann habe ich hier eine Fläche, da kommen die Elektronen raus und schubsen die nächsten an und so weiter. Ich füge den Leiter jetzt in Gedanken wieder zusammen. Man kann also sagen, ein Ampere ist ein Coulomb pro Sekunde. Also, ach ja, ich schreibe auch noch Q wie Ladungsmenge. Coulomb. So muss es sein. Also eine bestimmte Ladung, die durch eine bestimmte Fläche hindurchtritt in einer Sekunde. Das ist ein Ampere. Das ist jetzt gar nicht mal so spannend. Vereinfacht für uns, weil wir bestimmte Zeitabschnitte ganz sicher betrachten, sagt man, lässt man das Delta weg, man differenziert auch nicht. Man sagt Q durch T. Gut, also eine bestimmte Ladungsmenge pro Zeiteinheit. Na gut. Jetzt habe ich an diesem Leiter mal was angeschlossen, und zwar einfach mal weitere dünne Drähte. Und wir gucken mal, woher das kommt. Ich habe auch in einem anderen Video nochmal, was ist elektrischer Strom wirklich, das jetzt nicht so sehr verglichen mit irgendwelchen Wasserleitungen oder sowas, sondern ich bin dabei auf die Elektronen, die Ladungsträger und so weiter eingegangen. Also hier oben nochmal beim i gucken, das Video wartet hier. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ist Spannung? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Plattenkondensator oder überhaupt einen Kondensator aufgeladen, dann sage ich, ich habe auf der einen Seite des Kondensators, egal auf welcher, jetzt ist es links, habe ich hier ganz viele Elektronen angesammelt. Das heißt, diese Platte ist elektronegativer, elektrisch gesehen negativer, weil die hat viele Elektronen, die hat kaum welche, verglichen hiermit. Jetzt würden sich ja am liebsten die Elektronen ausgleichen. Man sagt, hier ist negativ geladen, dann ist hier nicht ganz so negativ, also positiv geladen, diese Platte. Und wir wissen, die beiden ziehen sich an, deswegen, weil die Elektronen gerne sich wieder praktisch, naja, sagen wir mal, beruhigen wollen und wieder dahin wollen, wo weniger Ladungsträger sind, sodass zum Schluss beide gleich stark aufgeladen sind. Das ist das übliche Bestreben solcher freier Elektronen. Das ist übrigens, ein Kondensator hat deswegen auch, weil es zwei Platten, damals hatte man wirklich tatsächlich auch zwei Platten genommen, machen wir heute noch im Physikunterricht, man nimmt deswegen auch dieses Schaltzeichen. Wenn ihr mal dieses seht, also mit einem schwarzen, dicken schwarzen Balken und einem nur umrandeten Balken, dann ist das Gleiche damit gemeint. Das ist in diesem Fall ein Elektrolytkondensator. Was da so spannend ist, gehe ich dann nochmal bei dem Video auf Kondensator. Über Kondensatoren gehe ich dann nochmal drauf ein. Wenn ich dieses Bestreben hier, sich hier auszugleichen, dadurch noch zusätzlich erschwere, indem ich hier eine große, fette Scheibe einfüge, die absolut, also absolut gibt es ja nie, aber die ganz stark die beiden Scheiben voneinander isoliert, dann kann ich die Scheiben auch wieder näher zusammenbringen. Und das Schicke ist, je näher die zusammen sind, umso wichtiger finden es diese Elektronen, hier rüber zu kommen. Wenn die jetzt keinen anderen Weg haben, also weil man sagt übrigens dazu, wenn man das zwischen zwei Kondensatorplatten macht, ein Dielektrikum. Kommt in dem Artikel Kondensator nochmal extra. Ich kann deswegen die Platten also ganz stark zusammenbringen, ohne dass dieser Ladungsausgleich stattfindet. Je enger die zusammen sind, umso größer ist das Bestreben, trotz dieses Dielektrikums dazwischen. Jetzt machen wir den ganzen Sack mal dicht. Ach so, U ist demzufolge eine bestimmte Ladungsmenge pro Kapazität. Kapazität C
kann man sich beim Kondensator vorstellen, wie viel kann er, also wie viel kann er aufnehmen bzw. hinterher wieder abgeben, wenn er sie aufgenommen hat, an Ladungen. So kann man sich das vorstellen. Einheit ist Volt. Das ist also praktisch eine Art Kraft, was da drin steckt. So, und jetzt machen wir den Sack mal insofern zu. Jetzt verbinde ich mal, ich mache das mal in Rot, die beiden Drähte hier miteinander. Na, wieso will der nicht? Du sollst doch hier, so. Die beiden Drähte verbinde ich jetzt miteinander. Dann haben die Elektronen, die hier auf dem Plattenkondensator sind, die Möglichkeit, endlich hier durch den Leiter hier hin zu fließen und hier rüber und sich eben auf dem Umweg sozusagen ihren Ausgleich zu suchen, sodass zum Schluss beide Platten gleich stark geladen sind. Denkt nochmal an den Link. Was ist elektrischer Strom wirklich? Geht es darum, das geht zwar alles mit Lichtgeschwindigkeit, aber das ist eine Art Anschubsgeschwindigkeit. Gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Anschubsen der Elektronen untereinander. Die Elektronen selber, die fließen nur sehr langsam. Aber die schubsen sich ganz schnell an und sagen: Hurra, los, wir schubsen euch. Ihr schubst die Nächsten, ihr schubst die Nächsten, ihr geht schon mal hier hin. Und das geht so lange, bis Ausgleich herrscht. Das ist die ganze Sache mal aus der anderen Perspektive betrachtet. Sodass man also sagen kann: elektrischer Strom und elektrische Spannung. Die Spannung ist eine bestimmte Ladungsmenge, die irgendwo isoliert vorhanden ist. Und die Spannung selber ist also diese Ladungsmenge und das Wollen, die Kraft dieser Ladungsmenge, elektrischen Strom hervorzurufen. Je größer die Spannung, umso größer wird der Strom sein. Ist klar, wenn hier kaum noch was ist, wird sich hier kaum was ausgleichen wollen. Gut, ich hoffe, das hat zum Gesamtverständnis nochmal auf eine andere Art beigetragen. Wie gesagt, später kommen dann hier unten links auch zum Thema Kondensator, Widerstand und so weiter und so fort. Na denn, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.